Willkommen zu einer neuen Folge. Ach, du nimmst den coolen Anfang nicht. Ja. Da schämt er sich dafür. Ich schäme mich dafür. Nein, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja, typisch Movie. Ich prank mich selber. So hey Leute, aus. Willkommen zu einer weiteren Folge Nero. Wer Alter, dabei ist, Zombie. Warum ist Zombie dabei? Weil Mr. Mom mich besuchen darf. Er darf zu mir in die City kommen, weil wir die Neta-Ebene machen. Sobald Mr. Moore seine FPS geschaukelt kriegt. Ich hab 10 FPS gefühlt, egal. Ich sortiere einfach alles aus, weil es kann. Da unten sind 80.000 Monster, also da unten leckt es noch mehr, ne? Ist mir egal. Okay. Wo habe ich die Pfeile? Da habe ich einen Pfeil. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bei mir nicht wundern, Leute. Ich mache heute ohne Facecam, denn mir ist sehr warm und ich bin fett. Der dicke Junge schwitzt. Alter, das trieft. Braucht man 3 Eisenblöcke, um einen am Boss zu machen? Ich glaube, doch für den Sockel, ne? Das ist zwar für die obere Fläche. Ah, hier ist der FPS besser in der Mitte. Doch, für die obere Fläche 3. Und der Rest war normaler Eisenbarren, glaube ich, ne? Ja. Ja, gut. Okay, weil ich gerade einen Amboss am Craften bin. Ein Troll. Also, ein Kobold. Ich bin kein Troll. Doch. Ich meine das ernst. Ich will wirklich. Du trollst hier immer die Leute. Geht gar nicht. Diabo. Oh. Ich will meine Pistenschuhe nicht. Ich bin durch Schwarz gegangen. Ich habe jetzt die Regeln missachtet. Ihr habt gelogen. Ihr habt gelogen, dumme Zuschauer. Okay. Cool. Die Kommentare konnte ich übrigens noch nicht gucken. Ich habe jetzt einfach eine Treppe gebaut, damit ich über die Mauer kann. Haha. Bist du nicht in der Stadt drin gewesen? Nein, sowieso? Vor der Mauer. Achso, ja gut. Was habt ihr hier getan? Habt ihr hier Leute aufgehangen? Ja, Maudado hat, glaube ich, einen aufgehängt. Ja. Oh, ihr habt ein schwarzes Board. Bitte, Williamstone, für das Portal. Wie habt ihr ein Board, Alter? Bei mir gehen alle Alter, offline, weil die keine Klicks machen. Oh! Da bist du ja. Hey. Ich hab keine Schuhe an. Yay! Deine Stadtbewohner haben sich hier aufgehängt. Ja, kann ich mir. Ja. Flop. Und das ist ein guter Bogen. Stärke 3. Ja, nicht mal Infinity, was soll ich denn damit? Meiner hat Infinity und Flamme. Flamme. Mit Feuer und so. Flamme für dich. Okay, hi. Schön, dich zu treffen. Willkommen in Stadt Schwarz. Ich habe eine. Das ist die Stadtmauer übrigens, weil das war ja die Aufgabe, eine Stadtmauer zu haben. Ja, und da kam ich nicht durch. Hier, ich bin hier vorgespawnt. Auf der Seite. Habe ich eine Treppe gebaut. Achso, die habe ich genauso dahingestellt. Du darfst keine Blöcke bei uns in der Stadt. Doch, glaube ich schon. Ist mir doch egal. Ist ja noch vor der Stadt. Weißt du, wenig Ficker hier, ey, den Nero-Gott, ne, den Ficker. Weißt du, dann kommen die Monster jetzt genau in die Stadt rein, dank dir. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Du hast mir. Hä, wir gehen jetzt in den Turm. Wir rennen vor mein Schwert. Gute Idee. Ich one-hitte die einfach, weil ich. Halt ich hier nie drinne? Doch klar, wir waren hier drin. Aber ich zeig dir einfach. In der letzten Folge habe ich hier alles vorbereitet. Und dann habe ich den Leuten gesagt, ich hole Maudado und dann gehen wir hier rein. Wo ist Maudado? Keine Ahnung, der spielt jetzt Heroes of the Storm. Er hat keine Zeit gehabt. Das geht deswegen, hier voll vor. Deswegen musste ich den dicken Ersatzjungen nehmen. Achtung, da ist ein. Ich bin ein dicker Ersatzjunge. Ey, guck mal, ich habe einen Void-Banner. Ist ja wie bei Terraria. Da kriegen die jetzt auch mehr Schaden. Oh, nice, eine Truhe. Ja, guck mal, ein Void-Schwert und ein Void-Bogen ist da drauf. Oh. Jetzt nicht mehr. Wie viel Schaden macht dein Schwert? 18. 20,5, Digga. Alter, warum hackst du? Ich bin der PvP-King. Achso, ja, ich habe hier überall grüne Blöcke hingehängt, um den Weg zu markieren. Ach, das warst du, okay. Ja. Ey, du bist ja richtig intelligent. Also jetzt mal wirklich so. Kann man nicht von jedem sagen im Projekt. Das habe ich in der letzten Folge gemacht, weil ich mir dachte, irgendwann kommen wir hier runter. Aber ab hier sind so Steinblöcke an der Decke. Weil da hatte ich den grünen Stein noch nicht, wo ich hier unten war. Es gibt auch schlaue Leute in eurer Stadt, Alter. Ich bin impressed. Oh, das sind Geisti. Ah! Bei mir auch, glaube ich. Geisti-LP. Ich habe Geisti-LP tot. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir weiter. Ich wurde geschlagen. Da schon wieder. Du siehst so Partikel eigentlich. Oh, du hast ihn getroffen. Stirb! Ach, der ist ja im Wasser. Jetzt ist er tot. Du hast den Geist getötet. So, wir haben aber ein Problem. Ah! Oh. Außer der Tatsache, dass da ein Zombie und ein Void-Typ ist. Und Mama Voidwalker.
Hey, das Brustpanzer-Gepärch. Nein, das sind Spawner. Nein, Muri. Warum was denkst du, war da ein Spawner mit 80 Fackeln dran? Ja, dann willst du die White Chest Plate? Ja. Entschuldigung, ich mach die mal weg bei mir, weißt du? Ja, ich auch. Aber Maudado meinte, jetzt komm doch mit, hier war doch schon die Treppe. Du sprintest hier mir einfach da weg. So, hier ist die nächste eben. So, ab hier ist aber kein Weg mehr markiert. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es hier lang geht. Wir suchen so einen Netherstein. Ich mache jetzt einfach im Hintergrund fröhliche Musik gerade, weil das richtig easy ist, wenn ich dabei bin, weißt du? Okay. Überhaupt nicht mehr spannend. Oh Gott. Ah! Shady. Okay, ich habe Shady besiegt. Da unten ist nichts. Nee, hier ist irgendwo so ein Enderraum gewesen. Da! Hier ist der Enderraum. Okay. Ich kenne nur, dass es in so einem Dungeon gibt, glaube ich, so einen Netherraum und da geht dann die Action ab tatsächlich. Creeper, tot. Ja, wir waren hier schon überall mal durch. Aber ich hab... Da ist der Nether. Wo bist du? Einfach gerade durch, genau. Nether! Genau. Und hier ist Maudado unten gestorben. Oh, was für ein Trottel. Und dann mussten wir Backup machen. Ja! Clowny! Das ist mein Plünderungsschwert. Genau, hier ist Maudado verreckt. Hier waren 80.000 Spinnenspawner. Ja, das kenne ich irgendwoher aus meiner Folgehus. Alter. Und wir haben da so eine Wand aufgeschlagen und da waren 1.000 Monster dahinter. Habt ihr alle... Ja, genau, da ist dieser Raum. Nein. Also hier schon. Hier in dem Raum schon. Pass mal auf, die Skelette machen sogar gut Schaden, glaube ich. Nee, bei mir nicht. Was, macht dein Schwert Flächenschaden? Irgendwie fliege ich immer zurück, wenn du zuhaust. Ja, weil ich awesome bin. Hier sind die ganzen Spawner noch. Da, guck, da kommt sogar ein Creeper und alles. Okay, der Creeper hat den einen Spawner kaputt gemacht und die Kiste. Da ist eine Stärke Haltbarkeitsbogen. Nimm ihn dir ab. Ja, ich baue erstmal die 80 Spawner hier hinter dir ab. Nimm ihn dir! Was macht der? Plus 12 maximale Gesundheit. Creeper! Hä, wo? Ja, hier sind überall Spawner in den Wänden versteckt. Der hat mir einen halben Herz Schaden gemacht. Ja, aber es bringt uns jetzt die Spawner kaputt. Ach, besser Powerbogen. Achtung, Creeper hinter dir. Hä, was? Hä, wo sind denn Creeper? Keine Ahnung, die zwei Stück da, die dich gerade weggesprengt haben. So, und dann ging es hier noch geradeaus. Da waren wir auch noch überhaupt nicht. Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Ich glaube, hier ist irgendwie gar nichts. Ja, es ist ja nur einer von drei Wegen. Aua, da oben hockt einfach einer. Ah, das Wie gut, dass ich die Schuhe habe. So. Weißt du, ich guck, was da abgeht und dann hockt da einer. Was ist Saturation 2 für ein Zauber? Was? Saturation 2. Keine Ahnung. Macht der Trank, den ich hier hab. Naja, gut. Man, ja, beim letzten Mal waren wir halt mit einer Eisenrüstung, weißt du, Mr. Moore? Ja, das ist dann auch heavy. Wo ist der Trank? Mein Inventar. Soll ich den mal haben? Du kannst mal zu mir kommen, dass wir den nächsten Maker konnten. Ich glaube, das war der Hauptraum tatsächlich. So, einer von drei Wegen. Weil ich das weiß, wird da nichts mehr groß. Da? Oh, hier war jemand. Aber wer? Vielleicht Maudadi. So. Nee, Maudadi war da nicht drin, aber das Goldschwert nehme ich mit, das hat coole Verzauberung. Wenn das Trobo, okay. Wenn Trobo hier war, dann ist er auf jeden Fall gestorben. Ja, das glaube ich auch. Und der Weg ist sogar noch zu. Da ist eine Truhe. Oh. Ja, kannst du mal nicht alles klauen. Hab dich nicht hier zum Schmarotzern geholt. Wir schauen uns den Loot an und teilen den fair auf. Okay. Du hast ja gerade irgendeine Dia-Spitzhacke rausgenommen. Hier, ich werf sie wieder hin. Da. Leg sie doch einfach in die Kiste und töte mal dich um den Mann. Oh, die ist geil. Ich weiß. Das sind Diamantblöcke. Fällt mir gerade so auf. Wo? Im Boden. Stimmt. Geh mal weg, du blöde Spinne. Ey. Ich glaube, es hackt hier, ja? Ich fress mal was. Das ist Diamantblock, da drunter ist Lava. Wir müssen erst die Lava wegmachen. Ich mach mal den da weg. Okay, hast du schon. Oh, hier sind Goldblöcke, hey! Oh, ja, aufpassen, da drunter ist scheinbar ja Lava. Guck mal, das hier sieht doch aus wie ein Hauptraum. Nee, da ist irgendwie nichts. Das verwirrt mich manchmal. Irgendwie, ich glaube, hier ist echt nichts. Doch, Kohle in den Wänden. Cool. Okay, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie den Diamantblock da unten da rausholen, ohne dass der in die Lava fällt. Hier ist ein Buch mit Rückstoß 1 und Schärfe 2. Darf ich das nehmen? Ich habe den Trank geworfen, ups.
War das richtig, den Trank zu werfen? War das der Plan? Keine Ahnung, ich hab Hunger. Extra da ist ein Zombie-Kopf an deinem Po. So. Ich hab Hunger, ja. Ich hab Hunger-Effekt, danke. Ich hab nur Health-Boost. Ah, wieder ein Spawner weniger. Hier ist Lava. Cool. Ich höre irgendwo ein Slime. Ich höre nur ein Wookie die ganze Zeit. Meinst du das? Ja. Oh, wie süß! Oh Gott. Hier ist so ein Diamantskelett. Tschüss. Ja, baller mir noch einen Kopf. Da ist hinter dir noch eins. Hier ist irgendwo ein Spawner in dem Raum. Ich hab mich viel mehr. Guck mal, wie süß der ist. Ich nenne ihn Frederik. Okay, du nennst ihn Frederik und ich suche mal, komm, wo dieser scheiß Spawner. Ah, unten in den Ecken. Ich hab Frederik getötet. Ja, ich töte den bei Skelette, ne? Ja, ich töte die Spawner. Alter. So. Okay, die Spawner sind kaputt. Für den Goldblock. Ah, hier war aber nichts unter dem Goldblock. Ein Redstone-Block, den brauche ich nicht unbedingt. Ich nehme mal den Kohleblock mit. Ja, die Kohleblöcke baue ich auch die ganze Zeit schon ab, weil... die Menge an Kohle hier unten ist... Ein Kohleblock bringt doch genau 9 Kohle. Ja, okay. Ja. Die ist vernünftig. Kann sich sehen lassen, die Menge an Kohle. Endlich! Ich habe noch nie so viel Kohle bekommen als YouTuber. Alter, wer atmet da eigentlich immer so schwer? Also welcher Keine Ahnung, es hört sich an, als wäre es unter uns. War das ja nichts. Aber immer gibt's, so. Gibt's keine zweite Nether-Ebene, weil jedes Stockwerk hatte bisher immer 2 Ebenen von demselben. Das weiß ich nicht. Achso, und ich, den Hauptraum hat mich und Maudado schon geplündert. Das ist der mit den Milliarden-Spawnern, ja. Da habe ich zum Beispiel meinen Ultrabogen gefunden. Ach, du hast sowas auch schon mal gemacht. Ja, und aus dem Raum habe ich meinen Bogen. Den mit Unendlichkeit und Flamme und Stärke 5 und so. Und so ein Trickster explodiert immer, wenn man ihn tötet. Hä? Nein, die explodieren ja diesmal gar nicht. Was? Wo bist du? Bei 50 Trickstern. Sind das diese langen? Ja. Da ist das so, bei diesen, die explodieren, davon ist, glaube ich, einer Wheel und das andere sind Abbilder, die explodieren. Und der Wheel explodiert nicht. Achso, ich habe Abyss Realmstorm gefunden. Wir könnten auch jetzt in Abyss gehen, wenn du meinst, dass es hier nichts mehr gibt. Kannst du auch nochmal zu mir gucken? Ich komm gerade, hey. Ich habe hier, guck mal, hier ist einfach so ein Gebiet. Dias. Nee. Sind da Diamanten? Da waren gar keine Diamanten. Ich spring doch nicht mal in die Lava, Junge. Stimmt, ich habe kein Wasser in meinem Rucksack. Dammit. Oh, ich habe einen Eimer. Den ganzen Shit in den Rucksack. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die Eisenrüstung. Ich habe Netherwarzen. Willst du davon welche abhaben? Ah, ich will die Jade da vorne haben. Ich habe im letzten Part richtig viel gesucht. Weil mir haben echt 2 Jade gefehlt am Ende. Mori. Einfach klauen so. Hinsprinten. Genau 2 Jade. Mein Wunsch wurde erhört. Da vorne geht's aber immer noch weiter. Guck gerade hier. Ich glaube, hier ist einfach irgendwie eine Mischung aus Höhle und Dungeon. Was ist das denn? Ah, nur Lapis. Schade. Ich mine hier einfach im Dunkeln. Ach, ich habe schon wieder meinen Pfeil weggepackt. So. Lapis brauche ich eigentlich. Warum ist hier noch mehr Lava? Zeug rein. Ja, was machen wir mit der Spitzhacke? Willst du die haben als Belohnung? Nö, kannst du ruhig behalten sonst. Weißt du, mir ist sowas nicht wichtig, weißt du? Allein. Warum? Allein den Spaß, den wir hatten, das reicht mir. Weiß ja nicht. Netherwarzen. Mann, nerven die Creeper. Ah! Wer macht doch den einen Spawner da weg? Void Charger. Wo bist du? Hey! Hi. Aber ich liebe deinen Rucksack irgendwie, ne? Ich guck die ganze Zeit darauf. Hätte ich einen Goldapfel, könnte ich ihn ja sogar noch. Die Leute meinten, man kann leveln, wenn man so einen Blutbeutel irgendwie sich macht. Weißt du? Und dann Vogel. Soll das Blut einsammeln. Vogel! Ja, was willst du jetzt? Was wolltest du mal? Irgendwas in eine Dimension oder was? Wir könnten in die Abyss-Dimension gehen, ja. Das ist die Starter-Dimension. Ja, lass mal machen. Okay, dann was? Gehen wir wieder nach oben. Mach jetzt! Na cool, dann haben wir den Dungeon endlich fertig. Sehr schön. Mir zwar so ein bisschen der Endboss gefehlt, aber. Ja, mir aber auch tatsächlich. Ich erwarte immer bei einem Dungeon irgendwie so einen Boss. Aber ich habe das Gefühl, dass
dieser Raum mit den Milliarden Spawnern eine Art Boss darstellen soll, dachte ich mir. Oh nee, ich weiß nicht, wie wir nach oben kommen, ne? Ja, folgt mir einfach, ich weiß den Weg. Okay. So. Nee, hier war jemand. Da hat ja, das ist die Skelettgruft. Da war ich schon drin in der Skelettgruft. Ja, ja. Bin hier mit Absicht hingegangen, weil ich mir nochmal umschauen wollte, weißt du? Hier. Hab's gefunden. Ich hab wieder 19 Level. Ja. Ich hab 25. Ich hab sogar viel mehr gemacht. Ja, als du. Ich hab gar keine mehr. Ich hab 51 Level. Aber ich hab eine Verzauberungstischstufe mit ganz vielen Bücherregalen drum. Ich hab schon ein 51 Level verloren, ne? Also. Ja, hast du mich wahrscheinlich. Ich sehe nichts mehr. Hallo? Ah! Warum siehst du nichts mehr? War auf einmal alles schwarz bei mir. Das ist doch nur, wenn ein so ein Void-Viech schlägt. Ach, hier sind ja schon die Blöcke wieder. Ja, wir werden nach Hause. Wir sind fertig, ja. Guck mal, ich springe voran, ha? Ich finde das echt praktisch, ja, manchmal. Diese Kackrüstung musste ich mir auch holen, weil Antifallschaden ist richtig gut. Vor allem in so ein paar Dimensionen, wo man einfach runterfällt. Ja, oder so Gegner einen schweben lassen. Oh Gott, ich habe Sprinten drin. Ich auch. Das aktiviert sich gleichzeitig bei den Spielern. Genau, bei mir war es auch gerade drinne. Ich fand es schön, dass es bei uns beide war. Eine Verbindung. Da zum lang. Server. Wir haben einen guten Ping. Diese Ping-Player. Die Ping-Playen einfach die NPCs weg. Okay, so dann. Ja, cool. Abyss-Stein habe ich, glaube ich, sogar zwei gefunden. Oder ein? Zwei? Zwei. Freiheit! Warst du schon mal in der Abyss-Dimension? Never ever. Ich war noch in einer Dimension und bin gestorben und bin noch nie wieder reingegangen. Welche warst du? Ah, da ist man geflogen, wie so blöd von den Mobs. Und alles war so augenkrebsig, ja, von den Farben? Ja, mega augenkrebsig. Okay, dann war es die Heaven-Dimension. Genau, so hieß die. Da hinten. Ich bin auf Schritt und Tritt hinter dir, junger Padawan. Dann bist du auch wahrscheinlich durch so ein blaues Portal da reingegangen. Yes. Kann man jetzt einfach durchgehen, oder? Nee. Gefährlich. Jetzt kann man durchgehen. Okay. Okay. Ich bin tot. Nein, okay. So, das ist Abyss. Das sieht aber schön aus hier. Also, gefällt mir. Das ja, ist also auf jeden Fall was Neues. Hier will ich wohnen. Oh. Ja, hier entsteht die neue Stadt. Neue Stadt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann... Alter, bin ich behindert? Ja, bin ich. Ab und an? Ich weiß nicht. Magst du Apuret? Ja. Dann klärt sich die Frage. Was tötest du da? Keine Ahnung. Der stand Friend. Ja, aber ich hab's gekillt. Nein, ich hasse Friend. Ja. Und was muss man jetzt hier machen? Also, wie findet man hier was, sag ich mal? Ich glaube, hier gibt's einfach... Die Gegner erstens können halt richtig viel droppen. Aua. Und du hast mir voll Schaden gemacht. Oder was hat mir so einen Schaden gemacht? Ich hab dich einmal getroffen, ja. Also du darfst nicht in meine Kämpfe dich einmischen. Ich hab durchgehend Stärke. Ja, das gehört zu den Dimensionen. Deswegen hast du mich fast gewone-hitted. Entschuldigung, ich gehe nochmal raus, weil ich tue mein Inventar leeren. Ist noch von der Erntetour gerade ein bisschen leer. Ja, willst du die Diamanthosen haben? Wahrscheinlich auch nicht. Ich habe Abyss Gems bekommen. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss erstmal hier. Nee, ich habe ja mein Set. Ja, außer 300. Die Dierspitzhacke gab's da unten nicht. Die Diamanten. Willst du ein paar Diamanten haben? Aua. Ich will ja nichts sehen, ne? Der Junge ist im Kampf, ist raus, der hört mich schon gar nicht mehr. Kann ich irgendwas mit den Abyss-Dingern bauen oder so? Kannst du gucken. Wie mach ich das nochmal? Willst du einen Diamantblock haben, Junge? Ich brauch nichts. Ach, außer Mann, Liebe. Kannst doch nicht alles haben, Muri. Muss ich auf Abyss? Moment. Abyss. Einfach Rechtsklick drauf machen. R drücken, wenn du auf dem Item drauf bist eigentlich. Kommt so eine kleine Erklärung meistens. Okay, also wir müssen in der Dimension aufpassen. Aber nicht bei den Abyss-Games. Ja, müssen wir hier aufpassen, dass wir es nicht einfach gegenseitig töten. Genau, also immer Einzelkämpfe. Im Bestfall. Dieser die hängt im Villager da. Die machen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden. Also. Hey, die haben wahrscheinlich auch den Stärkeeffekt, ne? So, ich bin da. Ich will trotzdem in deiner Nähe bleiben, okay? 46 Schaden mache ich mit einem Schlag. Ja, ich auch. Okay, ich will nämlich den Weg mit Fackeln markieren, wo ich lang gehe, damit ich zurückfinde. Ich bin hinter dir. Oh, okay. Oh, was ist das? Geh nicht zu mir, ich kämpfe einfach. Alter, wie der heißt, Blutsacker. Ja, der hat auch sehr laut. Der hat auch ganz schön viel Lärm gemacht. Der hat richtig gesackt. Was hängt da an den Bäumen? Das sieht irgendwie interessant aus. Augenblöcke.
Ich will ein Augenleuchter nicht abbauen, das dauert 100 Jahre. Der Holz? Nee. Achtung, da kommt irgendwas hinter dir. Du ein Arsch. Habe ich eine Axt dabei? Ja! Nee, Holz ist es auch nicht. Ich hab alles dabei. Ach, Mendovin fröhlich. Gibt's ja auch eine Art Dungeon? Ich weiß es nicht, ich habe mich in dieser Dimension nie groß umgeguckt. Nee, ich auch nicht. Ich finde gut, dass du das mit Fackeln markierst. Da wäre ich nie drauf gekommen. Was? Ja, den Weg? Ja, ja. In der Dimension, wo es dunkel ist, was mit Fackeln? Was schlägt mich? Das Licht da, glaube ich. Ich werde irgendwo hingezogen. Euch auch. Ich habe immer Angst in der Dimension vor. Ja, wir gehen jetzt einfach da runter in die Schlucht. Ah, ich glaube, diese langen, die ziehen mich zu sich gerade. Oh, und schlagen mich aus 100 Kilometer Entfernung. Wo bist du denn schon wieder hin? Da oben. Oh Gott, ja, ich wurde auch gerade irgendwo hingezogen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und habe einfach Schaden bekommen. Ja, das sind diese Disorter. Versuchen einen zu disorientieren. Geh weg, Friend! Kein Freund! Ich sehe wieder nichts. So, können wir jetzt bitte mal da runter in die Schlucht gehen? Wo bist du denn? Ich kann wieder laufen. Während du in meine Richtung rennst, wo bist du denn? So, hier unten würde ich mich mal umgucken. So, wollen wir mal einfach... Schauen wir mal, meinen wir doch einfach mal. Vielleicht gibt's ja hier was. Ich gucke mich gerade um, aber ich sehe weit und breit auch nur Bäume. Ist ja auch verdammt dunkel hier. Ja, hier bräuchte man diesen Fledermaus-Rucksack, der automatisch dem Night-Vision-Effekt gibt. Ah! Hör, was sehr laut ist. Lutzacker, der hat wieder gesackt. Okay. Ich sehe dich. Ich mach dir Licht. Ich halte dir die Fackel. Willst du nicht einfach mitminen? Ich weiß nicht, auf der Höhe bringt das was? Ich benutze mal die... Ach, natürlich habe ich die Diaspitzhacke weggelegt. Nee, da ist sie. Oh, ist sie schon schnell. Ich glaube, wir finden in den Wänden nichts. So, ich kenne mich da halt echt nicht aus. Ich auch nicht, deswegen, ich wollte einfach nur mal gucken, aber hier sieht es echt ziemlich leer aus. Ja, wo würdest du denn am ehesten Erze finden? Also in der Heaven-Dimension gab es Erze zu holen. Ja, aber echt? Ja, aber wirklich echt. Was ist das für ein Licht? Ich mach mal so ein Auge ab. Du bist schon brutal. Mach dein Licht an. Oh. Ich hab ein Auge. Was ist da hinten? Es sieht aus wie komische Struktur. Sieht aus wie Bäume einfach. Hä, wieso leuchtest du eigentlich? Ich hab eine Fackel in der Hand. Ach so. Dann leuchte ich. Aua, was macht mir eigentlich mal Schaden manchmal? Ich stehe hier irgendwie im Box. Aua, ich auch. Du hast mir im Feld reingeballert, Moor. Ja, das war keine Absicht. Okay, ich bin halb tot. Dann zieh dich zurück. Ja. Kann es sein, dass das Goldene echt Schaden macht? Ach, Mann. Achso, diese Pixies, ja. Wir sollten danach googeln, so. www. Oh Gott, ich muss hier raus. Oh. Lass mich kurz fliehen aus der Dimension. Du hast nur noch 9 AP. Ich weiß, deswegen renne ich gerade. Jetzt dramatische Musik einblenden. Rette dich, lass mich zurück. Lass mich zurück! Jetzt siehst du nur im Chat. Ist gestorben. Puh, geh ich nochmal kurz raus. Oh Gott, meine Folge ist 24 Minuten, Mr. Moore. Ich glaube, wir müssen aufhören. Okay, cool, dann war's. Auch wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Oh, man kann Spaß im Projekt haben. Nein. Wenn ihr mehr über die Dimension jetzt schreiben wollt, könnt ihr es gerne tun. Die war sehr verwirrend. Abonniert mich. Abonniert Mr. Moore. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder wir googeln. Oder wir kugeln. Wir kugeln. Im Kugeln bin ich ganz gut. So, vom Server runter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.